Der Fersensporn ist ein häufiges Problem bei Laufsportarten. Die Läufer beklagen einen Schmerz unterhalb der Ferse bzw. im Verlauf einer Sehnenplatte, die unter dem Fuß herzieht. Diese Beschwerden treten besonders unter der Laufbelastung auf, aber viele berichten vor allem von Beschwerden am frühen Morgen nach dem Aufstehen, nach nächtlicher Bettruhe. Der Fersensporn ist im Grunde nicht das Problem, sondern eine Entzündung der Plantarfaszie, einer Sehnenzone, die unter dem Fuß herläuft und das Fußgewölbe stützt. Bei Laufsportarten wird dieser Bereich besonders stark gefordert und über die Entzündung an dieser Sehnenplatte kommt es dann bei Chronizität zu einer Ausziehung im knöchernen Bereich und das wird dann im Röntgenbild als sogenannter Fersensporn bezeichnet. Die Läufer haben an dieser Stelle einen derart starken Schmerz, dass jedwede Laufbelastung im Training wie auch im Alltag zu einer Tortur wird und sie werden deshalb auch frühzeitig beim Arzt vorstellig. Die Therapie des Fersensporns zielt zunächst darauf ab, die Schmerzen im Ansatzbereich zu beheben. Lokale antiphlogistische Maßnahmen, das sind entzündungshemmende Maßnahmen, kommen zum Einsatz. Eisabreibungen, Wechselbäder, aber auch lokale Friktionsbehandlungen in Verbindung mit Salbenverbänden und Quarkverbänden können hilfreich sein. Die Krankengymnastik, die physiotherapeutische Behandlung mit Ultraschall und Stoßwelle haben genauso ihre Wertigkeit wie eine lokale Injektionsbehandlung, zum Teil auch mit Cortison. Entscheidend ist aber, dass man die Fehlbelastung der Sehnenplatte behebt und das über eine regelmäßige Trainingsarbeit der Fußmuskulatur, über eine Dehnungskräftigung und über eine adäquate Einlagenversorgung.